Willkommen zu unserem, oder hallo, zu unserem vierten Teil für die Schulanfänger hier. Ihr braucht immer, braucht ihr eine Wurfpuppe, ihr braucht entweder eine Matte oder eine dicke Decke. Und holt euch kurz, ich warte noch schnell und erzähle nebenher, was wir letzte Woche gemacht haben bisher. Also letzte Woche haben wir das ganze erste Programm der Prüfung mal durchgemacht. Das heißt, wir sind rückwärts gefallen. Wir haben den Wurf Tsurikomigoshi aus dem Stehen rechts und links geworfen. Und wir haben dann unseren kleinen Wettkampf nachgespielt, wo ihr rückwärts laufen musstet, Tsurikomigoshi werfen musstet, Kutsurikes Katame festhalten. Danach habt ihr euch mit dem Uhrzeiger befreit, habt ihn festgehalten und den Heilgriff Kutsurikes Katame von der anderen Seite gezeigt. Heute wiederholen wir das nochmal und heute kommt dann der neue Wurf. Kosurugake heißt der, den wir machen. Ja, jetzt sage ich dann Kosurugake, ganz einfacher Wurf. Und wir machen dazu dann den Heilgriff Monogatame. Machen wir auch gleich mal komplett. Und nächste Woche packen wir dann alles so ein bisschen eine Prüfungsform. Sodass, wenn es wieder hoffentlich nach den Pfingstferien losgeht, wir auf jeden Fall vor den Sommerferien eine Prüfung ablegen können. Okay, ich muss mal kurz ein bisschen was trinken. Ich habe ein bisschen trockenen Hals. Und dann legen wir auch gleich los. Zum Warmmachen machen wir ein Tabata-Training. Ihr kennt das alle. Das sind immer 8 Übungen, à 20 Sekunden und 10 Sekunden Pause dazwischen drin. Wir fangen an mit so ein bisschen Warmmachübungen. Dann machen wir es für die Arme und für den Oberkörper. Machen wir es für den Bauch, für den Rücken. Und am Ende noch was für die Beine. Okay? Ich lege meine Puppe ein bisschen auf die Seite. So, es geht immer nach Zeit. Immer wenn es piepst, habt ihr 10 Sekunden Pause. Und dann zeige ich die neue Übung an. So, seid ihr bereit? Erste Übung ist Hampelmann. Und wir können schon loslegen. Hände zusammen, Beine runter und Beine auf und zu. Ganz schön warm. Ihr seht, ich habe heute mein Sommer-Yoga-Outfit an. Gut, kurze Pause. Nächste Übung. Ein Bein vorne. Wenn das linke Bein vorne ist, rechter Arm vorne. Andere Hand hinten, dann wechseln. So, okay. Und los geht's. Wie beim Langlauf. Der Langlaufschritt. Sehr gut. Wir lassen die Beine zusammen und springen rechts, links. Noch nicht. Noch Zeit. Geht gleich los. Und los. Bei den Beinen kann ich heute vielleicht nicht zusammen mitmachen. Bin ich ein bisschen verletzt im Training. Vielleicht auch ein bisschen. Gut, Beine zusammenlassen, wir springen vor und zurück. Geht noch nicht los. Und los, vor und zurück springen. Zweite Übung, wir haben noch 4 Warmmachübungen. Machen gleich die Arme warm. Gut, schwingen wir unsere beide Arme vorwärts. Noch nicht, geht noch nicht los. Und los. Vorwärts schwingen. Halten. Das Ganze rückwärts und dann wird es schwierig. Jetzt nochmal rückwärts, weil dann müsst ihr rechts und links das gleichzeitig machen. Einen vorwärts, einen rückwärts. Aber nochmal beide rückwärts.
Schön drehen. Und bis auf die Zehenspitzen gehen, wenn die Arme vorne hochgehen. Gut, jetzt geht eine Hand nach vorne und die andere Hand gleichzeitig rückwärts. Okay? Und so aus. Ah, können schon manche nicht mehr die Aufgabe, gell? Die sind üben. Hausaufgabe, wer es nicht hinbekommt. Wenn ich mal so. Eine Hand vorwärts, die andere Hand fällt nach hinten, jetzt mal umgekehrt. Jetzt geht bei mir der rechte Arm vorwärts und die linke Hand rückwärts. Okay? Und los geht's. Letzte Übung. Übt das richtig? Ja, Koordination. Also rechts, was anderes machen können wir links. Ja, jetzt muss man glaube durch sein. Und dann starten wir einmal gleich mit Armen weiter. Jawohl. So, wir können, legen uns auf den Bauch. Und wir starten mit unserer Liegestütze. Liegestütze nochmal. Zur Erinnerung, auf dem Bauch liegen. Hochdrücken auf dem Bauch liegen, wie eine Welle. Das Brust hoch, Bauch hoch, Knie hoch, dann Knie runter, Bauch runter, Brust hoch. Immer hin. Fertig. Und in 10 Sekunden geht's los. Die Liegestützübung. So hochdrücken und dann wieder runter. Okay? Und los geht's. Hochdrücken, runter. Hochdrücken, mal ganz hinlegen, wie eine Welle. Gut. Wir geben Ellbogenliegestütz, so, hoch und wieder runter. Okay. Und los geht's. Richtig machen, die Aufgabe nicht mogeln. Schön die Hände immer weg vom Boden nehmen. Gut. Richtige Liegestütz. Das ist hier. Hoch und runter gehen. Und los. Nasenspitze immer vor den Händen auf den Boden. Gut. Also ein Frauenliegestütz. Füße hoch, Knie hoch, Popo runter. Und jetzt wippen wir nur so nach vorne. Die Arme nicht ganz durchstrecken. Immer halten. Spannend. Gut. Jetzt wird es ganz fies. Nehmen wir die Hände aufeinander. Versucht mal mit der Nasenspitze hier in das Dreieck reinzukommen. Ganz runter und wieder hoch. Ganz runter und wieder hoch. Schaffe ich es nochmal. Probier es nochmal. Ganz runter und hoch. Schaffe ich nochmal. Oh. Gott, ja. Gut. Jetzt versetzen wir die Hände, eine vorne, eine hinten und gehen jetzt runter und wechseln die Hände. Immer eine vorne, eine hinten. Okay, wechseln, eine vorne, eine hinten immer. Gut, nächste Übung. Nehmen wir jetzt immer ein Bein nach vorne und gehen da runter. Liegestütz. So. So.
So. So. So. So. So. So. Gut. Letzte Übung. Mal kurz ausschütteln. Normale Liegestütze nochmal. Okay. Und los geht's. Noch einmal normale Liegestütze. Wenn ich mal kann, mach die Liegestütze. Gut. Pause. Na ja. Ja. Perfekt. Gut. Haben wir alles durch? Arme durch. Ab zum Bauch. Kurz was trinken. Ich muss schnell was trinken. Ich habe vorher schon ein bisschen was gemacht. Jetzt habe ich da vielleicht ein bisschen öfters trinken. Ist schon heiß. So, nächste Übung, Bauch. Wir starten mit unserer Kiste wegschieben. Fertig? Und 10 Sekunden geht's los. Füße aufstellen, Hände an die Kiste. Und los geht's. Ganz hochkommen, ganz die Kiste wegschieben. Voilà. Gut. Nächstes Mal Hände auf die Brust. Und jetzt gehen wir nur so, dass die Schulterblätter, das hier, weg vom Boden sind, damit runter. Okay, immer noch so. Und ganz fest machen. Immer hochkommen, ausatmen. Hört es, wenn ich was sage? Immer die Luft raus oben. Durchhalten. Gut. Nächste Übung. Wir gehen hoch und drehen uns auf die rechte Seite und auf die linke Seite. Hände sind an den Ohren. Nicht schummeln, ja? Nicht schummeln. Kommt hoch und dreht euch. Hochkommen und drehen. Wer es nicht hinkriegt, kann er leicht das gegenüberliegende Bein zu mich hochnehmen. Ja, können ein bisschen mogeln. Am besten ist, wenn die Beine unten lassen. Ja, nur mit dem Bauch mussten hochkommen. Okay, also wenn die Zellen, drei, glaube ich, eins. Okay, Hände unter den Bauch und die Beine, Hände unter den Po und die Beine gehen oben runter. Und das Kopf hoch. Kopf immer oben lassen, nicht den Kopf nach unten nehmen, sonst geht er zu sehr ins Hohlkreuz. Und die Beine berühren nicht den Boden. Gut, und wir machen wieder das Shifting. So, ja, richtig wippen. Und los geht's. Schön strecken, Schiffsspitze und dann Head machen hier und die Beine lang. Gut. Und wir strecken die Beine in die Luft. So unsere Zehen oben zu erreichen, dass wir nur auf dem Popo sitzen. Ja? Hochkommen, Zehen erreichen. Okay, hochkommen. Zehner. Hochkommen, Zehner. Immer auf dem Popo sitzen. Nicht so machen. Ja? Hochkommen, Zehner fassen. Die Beine immer oben lassen. Wenn es geht, super gestreckt hat, ist nicht Weltklasse, wenn es hinkriegt. So. Gut. Nächste Übung. Wir nehmen die Beine so, Hände breit. Und wir legen rechts und links die Beine ab, dann wie im Boden. Und der kann auch hier die Beine strecken. Das ist die Königsübung, Beine strecken.
10 Sekunden. Kopf immer zur anderen Seite. Der die Zellen misst. So, noch eins kommt. Dann gehen wir hoch und drehen oben rechts links. Ja, yeah. Oben rechts links drehen. Hochkommen, dann links rechts drehen. Hochkommen, rechts links. Hochkommen, links rechts. Immer Ellbogen an die Knie andocken. Und Seite immer wechseln. Haben wir noch eins? Wenn Sie noch eins haben, haben wir noch mal Kiste wegschieben. Fertig. Gut. Bauchlage. So. Bauchlage, haben Sie die Hände auf den Rücken. So. Und gehen vorne nur so im Kopf. Okay. Seid ihr bereit? Und stell die Uhr ein. Fertig. Ja, doch geht nicht. Aha. 10 Sekunden geht's los. Achtung. Hände auf dem Rücken. Und vorne hoch. Ah, noch nicht? Ha. Jetzt geht's los. Vorne hoch. Ein paar Halteübungen nachher auf dem Rücken. Die letzten 4 sind Halteübungen. Gut. Jetzt haben wir hier Hampelmann auf dem Bauch liegend. Arme in der Luft, Beine in der Luft. Ja, Achtung, und los. Gut, jetzt sind wir paddeln, mit Arm und Bein. Und los. Schön paddeln. Hände in der Luft lassen. Gut. Als letzte Aufgabe haben wir einen Scheibenwischer. Als letzte, also als letzte Gegenaufgabe. Das heißt, wir nehmen die Hände hin und wir gehen so rechts und links. Ja, hin und her, wie ein Scheibenwischer. Was tust du da so auf der Matte? Wenn hier gerade wie ein Scheibenwischer. Gut. Dann schützen wir uns auf den Ellbogen ab und machen Ellbogenstützhalte. So. Jetzt fliegst hoch. Und los geht's. Ganz gerade halten. Durchhängen. Kein Dolbauen. So. Die Nasenspitze ist über den Daumen. Gut. Wir drehen uns auf die Seite. Dann das Ganze auf der einen Seite. Schön lang und hoch. Und halten. Wer sich so nicht halten kann, vorne abschließt, aufpassen, dass das Popo nach vorne geht. Nicht, dass du sagst, Popo schon nach vorne. Also ganz gerade seid. Vom Fußgelenk bis zum Kopf eine gerade. Wie ein Lineal. Halt an. Gut, Seitenwechsel. An das Outdoor-Training diese Woche. Die Anfänger haben jetzt 2 Trainings auf jeden Fall. Einmal online, einmal
Pausen dann. Gut. Jetzt gehen wir auf den Rücken. Auch hier auf die Ellbogen. Letzte Übung für den Rücken. Popo hoch. Und los geht's. Ja, jetzt zeig's endlich. Der Popo hoch. Ja, Hände sind außen, nicht hier drunter gehen. Hände sind außen, nicht schummeln. Schön festmachen am Rücken. Gerade halten. Anspannen, Bauchrückenmuskeln. Gut. So, dann kommen wir zu den Beinen. Bein muss ein bisschen langsam tun. So, so ein bisschen alte Knieverletzung aufgebrochen. Ja. So, wir starten mit den Kniebeugen. Etwas bringen wir will. Auch schnell was. So, seid ihr bereit? Kniebeugen, Arme nach vorne. Tief gehen, wenn es geht. Mit dem Popo fast den Boden berühren. Das schaffe ich heute leider nicht. Seid ihr bereit? Und los geht's. Halt 10 Sekunden haben wir noch. Wir haben 10 Sekunden vorher eingestellt, auch am Anfang. Ganz runter, ganzer Fuß auf den Boden. Ja? Und los geht's. Ich weiß nicht, so mal. Kommt immer gerade nach vorne, jetzt habt die Arme nach vorne. Dann die Daumen an. Gut. Hock, Streck, Sprung. Hocke. Strecksprung, Hocke. Strecksprung, Hocke. Okay, da bin ich mal raus bei der Übung. Und los geht's. Probier's langsam, mach's dir bitte ein bisschen schneller. Hocke, Strecksprung, gleich wieder runter in die Hocke. Strecksprung, gleich wieder runter in die Hocke. Strecksprung, wieder runter in die Hocke. Okay, ganz runter gehen dabei. Auf zwei. Und stopp. Indianergang oder Indianerschritt, so wie wir es nennen. Schritt vor, Knie runter, Schritt zurück. Anderes Bein vor, Knie runter, Schritt zurück. Okay, vor. Muss ich auch langsam machen. Ups, nicht wackeln dabei, so wie ich gerade. Gerade bleiben, Bauchrücken auch mit anspannen. Das solltet ihr nicht wackeln. Ihr könnt die Hände auf den Rücken nehmen. Dann seid ihr stabiler. Jetzt springen wir aus der Position. Hopp. In die andere Position. Da bin ich wieder raus. Das tut ein bisschen weh. Und los geht's. Hoch und springen. Hopp, Indianersprung. Hopp, Indianersprung. Macht es ein bisschen schneller wie ich. 5 Sekunden noch. Kommt, schafft nur 3 Sprünge. Sehr schön. So, jetzt bleiben wir hier unten. Popo so hoch wie die Knie. Knie zusammen, Füße gerade und wir wippen, wie wenn wir eine Skipiste runterfahren. Hier sind unsere Stöcke angeklemmt und wir müssen immer die Hügel im Schnee ausgleichen, immer wippen. Ja? Puppe so hoch wie die Knie und wippen, ganzer Fuß auf den Boden, wie beim Skistiefel auch. Da fahrt ihr auch nicht nur auf den Zehenspitzen. Ganzer Fuß auf den Boden. Gut, super, wir springen auf dem rechten Bein. Achtung. Und los geht's. Nicht drehen. Immer auf der Stelle springen. Durchgang bis piepst. Gut. Linkes Bein. Da bin ich wieder ein bisschen raus. Dann links geht gleich los. Und los. Linkes Bein springen. Schön auf dem linken Bein. Schön hoch abheben. Ja? 4 Sekunden noch. Komm, machen 4 Sprünge mindestens. Gut. So, nächste Übung. Knie an die Brust hoch. Wir springen über ein großes Hindernis drüber. Knie an die Brust hoch. Ganz hoch. Und los geht's.
Knie hoch. Die sind schneller als ich bin. Ja, immer dran denken. Ich bin schon alter Opa mit 50. Der ist ein bisschen fitter als ich. Schön hoch. Knie an die Brust hoch. Gut. Das muss die letzte Übung gewesen sein. Und haben wir noch einen. Perfekt, richtig gezählt. Gut. So, wir brauchen was trinken. Nebenher eure Matte oder eure Dicke holen. Wir kommen dann wieder zum Fallen. So. Zeigst du von allen Seiten. Ihr kennt das schon, rückwärts fallen. Ich glaube, da sein. Was immer wichtig, Kopf nicht auf den Boden, Ellbogen nicht auf den Boden, weil da keine Kissen, keine Muskeln sind. Und deshalb lange Arme, den Kopf halten wir noch Halsmuskulatur. Bitte Stopp sage, ihr könnt schon mal loslegen. Ich zeige es einfach mal langsam vor, dass ich mal weiß, wie es geht. Darfst gerne zuschauen, ja, und dann langsam mitmachen. Kopf runter, tief gehen. Boom. Immer alles strecken, Muskeln anspannen, Kopf vor den Körper spannen. Kopf runter, tief gehen. Boom. Hinten mal. Kopf runter, tief gehen. Boom. Erdseite. Kopf runter, tief gehen. Boom. Jetzt hier nochmal eine Minute. Los geht's. Also muss sitzen. Das ist das, was der Prüfer zuerst anschaut. Wir machen es 30 Sekunden. Ihr habt gerade 30 Sekunden auf die Uhr eingestellt. Machen wir nur 30 Sekunden. Ja? Einfach weiterfallen. Ich sage Stopp. 30 Sekunden rückwärts fallen. Kopf runter, tief gehen. Bumm. Schön den Kopf hoch, Kopf runter, tief gehen, bumm. Lange Arme abschlagen, nicht mit dem Ellbogen abstützen oder so. Lange Arme machen. Gut. Dann kommen wir zum Seitwärtsfallen. Rechts und links, ich zeige es nochmal vor. Einmal für die, die es nicht so gut können. Und einmal für die, die es können dann. Die es nicht so gut können. Erstmal blinken. Das heißt, ich zeige mal, wo ich hinfalle. Ich stelle ein Bein nach vorne. Da, wo das Bein vorne steht, da falle ich hin. Das ist jetzt wie eine Stütze. Diese Stütze schiebe ich weg. Und auf die Seite kippe ich dann. Tief gehen. Kopf nach vorne. Langer Arm abschlagen. Das ist dasselbe wie beim Rückwärtsfallen. Blinken. Stütze wegschieben. Tief gehen. Seitwärtsfallen. Ihr könnt natürlich eure Matte drehen. Ich drehe sie jetzt nicht, weil ich habe hier noch zusätzliche Matten. Aber ihr könnt das so drehen, dass es voll auf eure Decke oder auf eure Matte fällt. Dann zur anderen Seite. Blinken. Kopf runter. Stütze wegschieben. Tief gehen. Auf die Seite fallen, wo ich geblinkt habe. Blinken. Stütze weg. Und. Blinken. Stütze weg. Um. So, wer schon ein bisschen besser kann, der kann einfach das Bein so zur Seite schwingen. Hopp. Hopp. Okay. Eine Minute diesmal, weil wir zwei Fallarten haben, rechts und links. Fertig. Und 10 Sekunden geht's los. Achtung, könnt ihr auch jetzt schon fallen, wenn ihr wollt. Los geht's. Zeigt die schnellere Version immer so ein bisschen vor. Ohne Matte stirbt nicht.
Aber langsamer mit Reden. Linken Stütze weg, tief gehen, Kopf runter. Bumm. Kann ich immer so vorsagen. Linken Stütze weg, Kopf runter, tief gehen. Bumm. Und immer kurz liegen bleiben, auf zwei Zellen. Alles festmachen, aufstehen. Super. Sehr gut. So, Fallen erledigt. Was ist das, was ihr bei den prüfenden Fallen vorzeigen müsst? Mehr nicht. Jetzt wiederholen wir nochmal. Ganz schnell. Das, was wir letzte Woche gemacht haben. Jetzt schnell die Zeit anschauen. Okay, passt noch. Jeder von euch wirft jetzt 30 Sekunden lang, ne, eine Minute machen wir, rechts und links abwechselnd Zuri Conny Goschen. Ich zeige es nochmal vor. So, jetzt fasst den Partner, bewehr Ärmel, wir ziehen ihn auf die Zehenspitzen, heben jetzt dafür ganz hoch. Ich schiebe meinen Ellbogen hier unter den Arm, dass ich ihn hier umkippen kann. So, jetzt mache ich meine zwei Schritte. Eins, zwei, lande tief. Und jetzt katapultiere ich ihn hier raus, ziehe den Arm und schiebe hier. Festhalten so. Jetzt wechsle ich die Seite. Da, wo ich am Arm gefasst habe, fasse ich am Revers, da wo ich am Revers gefasst habe, fasse ich am Arm. Zehenspitzen stellen. Eins, zwei, tief unten, Ellbogen runter, Zug, Druck, Kopf drehen. Ich habe immer gesagt, hinten nach den Füßen gucken, ob die weg vom Boden sind. Werfen. Eine Minute lang zurück, komme ich auch schon aus dem Stehen, werfen. Und die Zeit läuft. Ärmel revers, anreißen, Ellbogen und die zwei Schritte. Ellbogen drunter schieben, tief innen drin stehen, Zugarm, Zug hier und raus, katapultieren. Andere Seite. Die Seite wechseln. Ihr müsst das nicht schnell machen, sodass ihr vielleicht vier Würfe in der Minute schafft. Ich zeige es mal von hinten. Immer wieder umfassen. Gut. Dann mal die nächste Aufgabe. Laufen, werfen, festhalten, befreien. Halte von der anderen Seite machen. Also ein kleines Kämpfchen vorspielen, ein kleines Schauspiel machen. Ich packe meinen Partner in meinem Lieblingsgriff. Ziehe ihn zu mir her. Zuri Conny Goschen ein, werfe ihn, halte dann Kuzure Kesagatame fest, den Arm immer festhalten. Das Revers loslassen und den Arm unter den Arm drunter schieben. Die Beine wie eine Schere aufmachen. Unteres Bein, oberes Bein geht nach hinten, unteres Bein nach vorne, Kopf runter. Jetzt befreit er sich. Ihr müsst nichts verändern. Seht ihr gleich, selbst die Puppe kann mich Kuzure Kesagatame festhalten. Der dreht sich ein bisschen weg von mir und drückt mich hoch. Und schon hat der Kuzure Kesagatame. Und was ihr seht, was ihr immer sagt, um euch befreien zu können, muss der Partner einen Fehler machen. Der macht den Hans Kuck in die Luft.
Nur dann kann ich auch diese Befreiung machen. Ich fasse in beiden Händen einen Judoanzug. Eine Hand hier am Rücken, andere Hand hier bleibt am Arm. Ich drehe mich weg von ihm, wie ein Uhrzeiger. Und jetzt kippe ich ihn dahin, wo nichts ist, wo er keine Stütze hat. Darüber. Hopp. Und schon habe ich ihn wieder im Haltegriff. Und jetzt muss ich auf die Prüfung dennoch zur anderen Seite zeigen. Das heißt, ich halte ihn jetzt mal fest. Rüber auf die andere Seite. Mache meine Beine richtig. Oberes Bein geht nach hinten. Mit dem Arm, der unten drunter war, gehe ich jetzt oben drüber. Mit dem Arm, der oben drüber war, der geht unten durch. Kopf nach unten. Fertig ist dieses Prüfungsfach. Okay. Ein- bis zweimal machen in einer Minute. Rückwärts laufen, Tsurikomigoshi werfen, Tsurikesekatame festhalten, Puppe befreit sich, ich befreie mich und halte noch von der anderen Seite fest. Ein kleines Kämpfchen Vorspiel. Los geht's! Das mindestens zweimal hinzukriegen in der Zeit. Das heißt auch nochmal langsam vor. Nehme ich ein bisschen, dass ihr seht, wenn ihr zuguckt. Komm, einmal schafft ihr noch. Letzten Sekunden laufen. Nur noch dran denken. Wir machen ja hier ein Video, das könnt ihr nachher auch nochmal auf unserem YouTube-Kanal angucken. Wenn ihr jetzt was nicht richtig gesehen habt oder wenn ihr was nicht richtig verstanden habt, könnt ihr es immer wieder nochmal angucken. Ja? Großer Vorteil zum Training, da zeige ich es meistens nur ein, zwei Mal, dann muss ich ihn sitzen. So streng bin ich. Gut, Kosurugake. Schnell. So. Kosurugake ist ganz einfach. Und Munigatame gehört dazu. Auch ganz einfach. Sehen wir an, der hat zwei Beine. Ja? Er hat jetzt nur eins. Ah, ich habe nur zwei Beine. Oh, die ist aber ausgezogen. Kann ich gar nicht nehmen. Ah, ich probiere es mal. Also. So. Da habe ich die Zweibeinpuppe. Ich habe einmal den Arm gefasst, einmal das Gewehr gefasst. Wie gerade auf. Was ich jetzt mache ist, ich gehe mit einem Bein hier zwischen seine Beine. Nicht ganz so weit, wie ich es gerade mache. Ich mache das nur so, dass ihr es seht. Also Schritt nach vorne, bis ihr ihn fast berührt. Dann außen vorbei. Und dann zieht der Partner so das Beinchen weg. Bam. Ja. Noch einmal. Jetzt Schritt nach vorne. Bin ganz nah dran. Schau über seinen Arm rüber, komm von außen und zieh den Bein, sein Beinchen weg. Das, was mir gegenübersteht. Zeige ich es mit einer Puppe. Ja, von vorne, dass ich ihn berühre. So. Jetzt komme ich hier von außen und ziehe mein Bein, sein Beinchen weg. Nochmal. Eins. Zwei. Ja. Schneller. Eins. Zwei. Wenn er ein Zweibeinpuppe hat, schaut, dass er zwischen seinen Beinen steht und nicht daneben, sonst wird es schwierig. Und wenn er zwischen seinen Beinen stehen, schwupps, festhalten.
Kurs und Gackennetz geworfen habt, Arm festhalten, auf die Reversseite gehen, dann ein Revers gefasst habt, Revers loslassen, draufliegen, Monika Tannenhof. Ja? Schritt vor, da wir im Revers gefasst habt, Schritt nach vorne. Da wir im Arm gefasst habt, Bein außen vorbei, einhängen, wegziehen, drauffallen, Monika Tannenhof festhalten. Puppe runter, Brust auf Brust liegen. Ja, Brust auf Brust liegen. Ganz an den Arm, Puppe nach unten. Nicht so. So. Okay. Los geht's. Zeig's langsam neben mir vor. Ohne Zeit. Ja, bis ich Stopp sage. Zeig's von allen Seiten mal, falls ihr seht. Neben mir. Den Arm gefasst, mit dem Bein hänge ich von außen ein, werfe ihn, Arm festhalten, Brust auf Brust liegen. Der Seite vor. Zack. Zack. Brust auf Brust liegen. Zack, zack, Brust auf Brust liegen. Einfacher Wurf, deshalb machen wir den auch am Ende immer der Prüfung. Da kann man später mal ganz viele Fußwürfe aus diesen Wegen rausmachen. Ja. Gut. Habt das? Kurs oder Gake mit Monika Tannenhof. Jetzt will die Befreiung. Die haben wir schon gemacht. Ja, erinnert euch dran, was war das nochmal? Befreiung aus Monika Tannenhof war die. Kann sich hören, ja? War die Wippe. Genau, ich glaube, ihr habt es alle gewusst. Also die Wippe machen wir nächste Woche im Teil 5 dann. Okay? Der Marfle hat den ganzen kleinen gespielten Wettkampf auch mit. So, am Schluss wieder kämpfen wir mit unserer Puppe. Ja? So, wir knien uns gegenüber. Das könnt ihr auch ruhig in der Woche öfters machen, wenn euch die Mama irgendwo schon nimmt, eure Puppe. Und dann verprügelt ihr einfach mal diese Puppe hier richtig. Ja? So, verbeugen wir uns jetzt mal gerade nicht so. Zertappen wir und fangen dann mal an wieder zu kämpfen. Hier. Halt mich fest. Genau. Oh, jetzt befreit ich sich hier. Ja, die hat mich in Monika Tannenhof. Oh, wer weiß, wie die Wippe geht? Der kann es gleich schon machen hier. What? Genau. Und ich halte gut zurück, wenn der Tannenhof ist. Und die freut sich. Oh, Mist. Jetzt macht die einen anderen Heiligkeit. Jetzt liegt die so. Oh, können wir mal probieren, wie er so rauskommt. Irgendwie. Oh. So, jetzt habe ich einen anderen Heiligkeit. Aber wisst ihr, immer wenn ihr Brust auf Brust liegt, habt ihr ihn fest. Genau, jetzt kommt der raus. Oh, nee, ich lasse ihn nicht raus. Ich gehe da zurück. Und wechseln den Heiligriff. Jawohl. So, ich habe ihn fest hier. Oh, lass mich los. Oh, Mist, der kommt doch raus. Nicht so. Oh, jetzt wechselt er. Hat mich jetzt so. Er liegt auch Brust auf Brust. Ist auch ein Heiligriff, ja? Oh, wie komme ich da raus? Probiert's mal. Weil es immer wichtig. Ich muss eine, da ich immer keine Stütze ist, ohne eine Stütze wegmachen. Hier ist eine Stütze. Andere Seite habe ich auch eine Stütze. Also weg damit und jetzt komme ich darüber. Jawohl, jetzt habe ich den fest. So, ich bleib gleich so. Und? Der schlägt ab. Ich habe gewonnen. So können wir ein bisschen rumkämpfen. Ja? Denn das letzte Prüfungsfach ist ein Bodenrandori zu machen. Deshalb übt das mit der Puppe. Es muss auch bei der Prüfung kein richtiges böses Randori sein, sondern das solltet ihr das vorzeigen, was schon so ein bisschen könnt. Ja, Heilgriff, Befreiungen, schon, vielleicht wisst ihr schon mehr Haltegriff, so wie ich jetzt gezeigt habe. Denkt dran, wenn ihr Brust auf Brust legt, habt ihr einen Haltegriff. Gut! Abschlussübungen!
Beine lang. Meine Nase kitzelt. Beine lang. Zehen anziehen. Und mit den Fingerspitzen nach vorne gehen. Gut. Fußsohlen zusammen. Knie nach unten pressen. Weit wie möglich runter. Den Ellbogen hier drücken, wenn ihr es schafft. Auch nicht so machen. Ja, gut, das ist gerade. Oh, so. Vorteil ist auch, dass wir jetzt ein Sommeroutfit für Judo machen können. Guckt keiner zu, keiner verlangt, dass man Judo dazu kann. Gut. Jetzt entfassen, Bein lang. In der freien Hand das Bein lang drücken. Richtig lang das Bein. Nicht so, das kann jeder. Macht es lang. Turbomuskel. Ran an die Brust. Stinkefuß. Andere Seite. Bein lang draufdrücken. Kitzel was in der Nase. Gut, ran die Brust. Ganz nah ran. Stinkefuß. Und nach hinten rollen, mit den Zehen den Boden berühren. Und ihr seid junge Hirsche und junge Rehe, seid versucht mit den Knien neben den Ohren auf den Boden zu kommen. Und versucht mal eure Ohren zuzuhalten mit den Knien. Ja, schaffe ich leider nicht mehr. Jetzt ist mein Rücken zu steif. Versucht mal mit den Knien auf den Boden zu kommen. Und die Ohren zuzuhalten mit den Knien. Denkt dran, wenn nach den Ferien ins Training kommt, auch eure Puppe mitzubringen. Wir trainieren zuerst in der Puppe, bevor wir dann irgendwann mal an einen Partner ran dürfen. Gut. Hände zusammen, hinteren Kopf, Kinn auf die Brust. Gut, einer mit dem Kopf, einer mit dem Ellbogen und wir schieben den Arm, den Ellbogen auf den Kopf. Versuchen mit der Hand so weit wie möglich hier runter zu fassen. Seite wechseln. Da spann die Schulter. Gut. Gefangenenübung. Auf den Bauch legen. Für die Gäste nochmal, die vielleicht heute neu dabei sind, Hände in den Rücken. Ich habe euch alle gefangen, gefesselt und ich habe euch in meinem Keller eingesperrt. Ihr müsst euch auf den Bauch legen und ihr müsst ohne Hände jetzt aufstehen. Dann mit den Armen über den Po nach unten, Beine durch, mit den Zähnen eure Fesseln aufmachen und ihr seid befreit. Sehr stark. Wie gesagt, schaut es euch nochmal an. Wenn ihr jetzt was zu schnell war oder so, guckt es euch einfach nochmal an. Wir können es ja jetzt ganz oft aufmachen diese Woche. Bis wir uns nächste Woche, selbe Tag, selbe Uhrzeit, Montag, 16 Uhr wieder sehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, teilt es, abonniert es, sagt euren Kumpels Bescheid, die können da vielleicht auch ein bisschen mitmachen, ein bisschen was sehen, können sie euch auch bewegen. Und sonst sehen wir uns in einer Woche wieder. Tschüss, ciao, bye bye.